Werden guten Tag, meine Damen und Herren. Die Sterne stehen richtig und es ist Spooktober. Und bekanntlichermaßen werden da die Toten wieder erweckt. Und zu denen gehöre ich wohl bei meiner Inaktivität. Aber ist eine lange Geschichte, ne? Ich musste tatsächlich auch meinen PC nochmal neu aufsetzen und diese ganzen Sachen einstellen und so. Aber ab jetzt kommen bestenfalls wieder ein paar Videos. Und ich dachte mir, yo, Halloween im Garry's Mod Video wird auch noch kommen, ne? So, gab ja letztes Jahr auch so ein Halloween Video, da muss ich auch mal gucken, was ich da organisiere. Aber ich habe ja so ein Horrorspiel, das habe ich bestimmt schon ein halbes Jahr lang oder so, oder ein Jahr. Damals, als ich ihr Caretaker aufgenommen habe, wer sich erinnert, da habe ich das gekauft. Und ich dachte, es ist eine gute Gelegenheit, da reinzuschauen, weil, ne, seht ihr das hier unten? Das ist auch ein guter Anfang, ja. Well, Stigmatized Property heißt es. Ich habe wirklich keinen blassen Schimmer, aber die Versionen sind wohl nicht so weit gekommen. Schauen wir es mal an. Hm? Bisschen Horror. Junge, Junge, Junge. Okay. Eine komische Grafik, das sieht so ein bisschen... Warte mal. Wenn ich drücke, dann geht da nochmal kurz... Das ist ganz komisch. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so, als würdet ihr einen Schritt gehen. Ich meine, das ist auch realistisch. Wisst ihr, was ich meine? Ihr geht ja euren Schritt zu Ende. Ihr macht ja nicht... Mitten im Schritt hört ihr auf. Aber es ist schwierig zu beschreiben. Es ist wirklich, ihr geht wie ein Mensch. Ich wusste nicht, dass das hier ein Anime ist, aber wir werden es wohl... Ich bin wirklich gespannt, was auf mich zukommt. Aber das sieht so erstaunlich echt aus. Das ist irgendwie so eine Mischung aus Real-Life-Fotos und Spiel. Ganz, ganz komisch. Und dieser ganze komische Effekt. Also, das liegt nicht an meinem Computer, Leute. Die FPS kriegt da noch hin. Aber das ist wirklich sehr, sehr komisch. Ich kann leider nicht so viel Japanisch. Das sieht irgendwie sympathisch aus. Sieht ja manche Spitzer, ne? Die gucken teilweise Animes absichtlich auf. Dort kam der Geruch. Aha. Die gucken Animes absichtlich auf Japanisch. Okay. Wenn das die Sorgen sind, zu wissen, ob jemand Teilzeit arbeitet. Komisch. Also diese Grafik ist so absolut körnig, aber das trägt zu dem Effekt bei. Das sieht halt wirklich aus wie so Real-Life-Grafik. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, ohne diesen körnigen Effekt kommt, wird das vielleicht gar nicht mal so rüberkommen. Weiß nicht. Hier geht's einfach nicht weiter. Gut. Dankeschön. Alpha-Wende. Hm. Ja, Halloween ist ein paar Tagen. Hm, finde ich ganz witzig. Halloween ist eine schöne Zeit. Also, wenn man größer ist, dann zieht man natürlich nicht um die Häuser oder so. Ich meine, es gibt sicherlich immer noch Leute und ich glaube, besonders in Amerika hat das vielleicht nochmal eine ganz andere Bedeutung. An die Tür klopfen. Kann ich da Nein sagen? Hallo? Ach. Enter? Klick? Ah. Sumimasen! Das ist irgendwie nicht ganz geheuer. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ersatzschlüssel, sagst du. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, genau, Halloween. Nicht einfach durchklettern? Ich wünschte, ich könnte euch sagen, was sie da redet, aber ich verstehe es ja selbst nicht. Ich habe den Dialog leider geskippt. War doch gerade ein Busgeräusch oder so. Ich verstehe. Das Übliche also. Kennt ihr das? Ich halt auch immer den Schlüssel so. Also quasi, wisst ihr, was ich meine? Das ist sehr praktisch. Es sieht ja schon cool aus. So. Wisst ihr, was ich meine? Das könnte ein Foto von Ikea, so ihre neue Küche. Vielleicht ohne diese Filter kann man die ausmachen. Ah, Filmkorn. Ah, man kann das tatsächlich ausmachen. Naja, ich glaube, ein bisschen weniger kann ich schaden, ne? Ich sehe meine Maus im Bild, das ist nicht gut. Hallo? Das ist ganz so gar nicht gut. Ich darf die Einstellung nie wieder ändern. Ah, die Maus ist weg. Okay, gut, damit kann ich leben. habe ich das ausgemacht? Nein, das kann ich nochmal. Ah, verdammt! Ja, was ist das? Ja, ich glaube, du siehst da irgendwas. Ja, keine Ahnung, was zum Stock, piekst da durch. Hiro! Sugoku ii tokoro jan!
Das ist witzig, weil ich kann mich dann auch nicht bewegen, weißt du, sie bleibt wirklich stehen und denkt sich, wow, nee, da, weißt du, es fühlt sich sehr, als hätte ich irgendwie sehr wenig Kontrolle drüber, was hier passiert. Are? Kono noto yabarete ru kedo, dou shitan daro? Sagashitara mitsukaru kana? 017. 187, sorry. Ach Mann, ich bin auf einem furchtbaren Niveau angelangt. War an sich eine schöne Sache. Doch, doch. Fairy Tales, das ist. Fairy Tale. Kennt vielleicht jemand den Anime? Ich habe den auch nie wirklich geschaut. Ich habe da mal reingeguckt. So grundsätzlich bin ich gar nicht so ein. Also, ich springe hier aber auch von einem Thema zum anderen. Was ist Halloween? Habe ich nicht mal beendet. Das ist furchtbar. Lass mich mal ein bisschen sammeln hier. Muss ich mal wissen, was ich davon überhaupt halten soll. Warum ist das so eine komische. Kann ich das auch ausmachen? Ad Bob. Irgendwas. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ja, da steckt vielleicht was drin, aber was möchtest du jetzt von mir? Ich leg mich einfach. Oh. Ah, okay. Nehmen wir wegen Stock und pieksen da durch. Haken benutzen. Was heißt nochmal Hallo auf Japanisch? Sei ja. Ich hab. Arigaten, hey. Arigato heißt, glaube ich, danke, ne? Zur Hölle. Mache ich jetzt den Papierknödel? Weiche ich den in Wasser ein oder so? Nein. Ah. Eins von sieben. Ach, das entwickelt sich jetzt zu Slenderman, oder was? Reflexion habe ich auch nicht. Naja. Also ich weiß nicht, wie diese Effekte auf der Aufnahme aussehen, aber ich glaube, wir sehen das ganz schön ähnlich. Ich bin mir nicht sicher. Das hier ist ein dubioser Effekt. Naja. Was auch immer, wenn ich mich drehe, weißt du, ich fühle mich, als hätte ich irgendwas genommen, so LSD. Weißt du? Keine Drogen nehmen, ehrlich. Ich bin der Letzte, der Freund von Drogen ist. Nee, aber Halloween. Wo war ich stehen geblieben? Halloween. Genau. Also, ne? Man verkleidet sich vielleicht nicht und süßes oder saures ist auch nicht unbedingt das Wahre heutzutage, aber an sich finde ich es ja super. Ja, die Leute, die sich verkleiden, bei mir klopfen. Also ich wollte jetzt den dramatischen Moment nicht kaputt machen, während eine Badewanne ausläuft, aber um es zu trocknen. Ja, ich habe da doch einen Föhn gesehen. Ne? Siehst du, ja, komm. Mastermind. Trockner benutzen. Ist zwar nicht angesteckt, aber das ist ja auch das Gruselige. Jo, und jetzt packe ich das ins Tagebuch. ja, die Kinder, die bei mir klopfen, ich erschrecke die tatsächlich gerne. So kurz bevor wir sie klopfen möchten, reiße ich die Tür auf und dann, jetzt habe ich, das war ein bisschen vor ein paar Jahre her, aber ich habe eine Maske über einer Maske angezogen. Dann ziehe ich die Maske aus und darunter ist noch eine Maske. Ihr könnt euch nicht die Gesichter vorstellen. Ne? Was glaubt ihr, was das für ein Plot-Twist war? Ich habe tatsächlich sogar einen zum Weinen gebracht, aber stolz bin ich darauf nicht. Wer es genau lesen möchte, kann das Video natürlich kurz pausieren. Ich überfliege das immer so ein bisschen. Wenn irgendwas Nennenswertes vorkommt, dann sage ich euch Bescheid, aber ich habe ehrlich gesagt noch nichts entdeckt. Durch das Loch schauen, ja. Oh. Jetzt habe ich aber wirklich Angst vor einem Jumpscare. Muss ich da durchgucken? Passiert hier was? Hallo, hallo? Okay, ich habe genug geguckt. Danke. Okay, gut. War eine sehr gute Vorlage für einen Jumpscare, aber ich glaube, das ist dem Spiel bewusst. Das ist dem Spiel bewusst. Sind das Donuts? Ah ja. Eine japanische Spezialität tatsächlich, ne? Donuts. Auch so durch das Loch zu gucken, kann ich nicht viel machen. Soll ich nach Hause gehen? Also ich meine, ich bin schon zu Hause, aber. Soll ich bei den Nachbarn klopfen? Hallo? Durchs Fenster steigen? Auch nicht. Na, ah, ziemlich. Oh, warte mal. Das. Oh! Hallo! Interagier, Taste, E, Maus, irgendwas. Der will es mir nicht gönnen, der Typ. Ja, aber jetzt mal. Gibt es irgendeine Taste, die ich nicht kenne? Irgendwo? Nein. Jetzt ist die Maus wieder da. Ihr Spiel macht mich fertig. Bei einer anderen Art und Weise. Ich dachte, habe eigentlich was anderes erwartet. Gib mir das Zeug. Bitte. Ich habe
alles versucht, was in meiner Macht steht, ehrlich. Das ist. Ich gehe hier runter. Was ich kann. Kann ich? Gut. Oh, keine Ahnung, also. Ist ja ein Open-World-Game. Wisst ihr, was ich meine? Ich gehe mal ein bisschen rum. Okay, das ist der Nachteil an Open World. Ah, 10 Yen. Die habe ich gesucht. Sind das Yen? Ich meine, das sind Yen, oder? Ich bin nicht sicher. Aber... Oh, wann ist das denn passiert? Die Katze abholen. Ich denke, das Abholen kommt zu spät, aber ja. Oh. Na gut, ich gebe das einfach mal den Raben oder kann ich sie einfach reinstecken? Weiß nicht, gut. Vielleicht kann ich sie wiederbeleben oder so. Irgendein Ritual. Ich habe kurz gedacht, das ist seine Katze, aber vielleicht ist es ja auch seine. Der. Weißt du was, so schon mal gar nicht, Freundin. Jetzt komm mal her. Hallo? Das ist der Rabe ja sogar interaktiver. Können wir so ein Getränk kaufen für das Geld? Da, siehst du. Das ist seltsam. Oh, natürlich. 100 Yen. Muss Veränderungen finden. Habe ich das richtig gesehen? Veränderungen? Ah, 60 Yen. Perfekt. Ja, komm. Manche Leute, die sparen auf ein neues Auto. Oder vielleicht, keine Ahnung, auf irgendwas, was sie sich kaufen wollen. Ich persönlich spare auf ein Getränkeautomat, wo einfach ein Zettel rauskommt. Also ich bekomme nicht mal ein Getränk, aber... Ja, ich gebe dir die Katze und du gibst mir den Zettel. Okay. Mir wird das Sorgen machen, aber hey, wenn da plötzlich ein Rabe mit einer Katze rumfliegt. Ah. Gut. Das entwickelt sich wohl doch in eine unschöne Richtung, ne? Also ich glaube, die Übersetzung ist etwas schlecht. Vermutlich Google-Übersetzer. So, aber Frauen in diesem Alter klatschen gern. Es ist wahrscheinlich was auch immer. Ich glaube, sie meint eher Richtung Tratschen oder so, ne? Da erzählen so Leute schlechte Dinge über diese Wohnung, wenn ich es richtig verstehe. Na, okay, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Aber alte Leute klatschen gern. Merkt euch das. Was ist das? Yen! Perfekt. Ich will nicht da durchschauen. Okay, ich habe genug geguckt. Oh. Sag's euch, ich weiß nicht. Hey, gehören diese Schuhe mir? Na gut, ich muss noch ein paar Yen sammeln für den Getränkeautomat. Krieg ich hin. Ah, vor dem Schrein beten. Immer. Tulu, hör mich. Okay. Ich hoffe, meine Gebete haben es gebracht. Sicher wäre ich mir da nicht. Komme ich von hier? Man sieht ja auch fast gar nichts, ne? Ist noch ein Schrein. Nochmal beten, klar. Wisst ihr, es ist auch so, wie bei Anrufen. Wenn er einmal durchklingelt und es passiert nichts, dann klingelt er einfach weiter. Weißt du, Gott, er ist vielleicht gerade beschäftigt oder so. Klingelt einfach und irgendwann ruft euch zurück. Oh, ein Schrein. Versteckt hinter einer Bushaltestelle oder so. Geld. Nein, Schlüssel. Autoschlüssel. Ah, okay. Von der anderen Seite. Okay, sorry. Das ist das Auto einer Tante? Ich... Keine Ahnung, könnte auch ein Opa oder so sein. Oder meine Tante ist sehr speziell, aber naja. Ah, okay, natürlich. Der Zettel ist hierher gefahren. Ne, der hat gesehen, yo, Alter, der sammelt gerade welche und dann ist er direkt ins Auto gestiegen und losgefahren. Schon eine nette Geste. Ah. Ein bisschen paranoid, dass plötzlich irgendwas passiert. Allein, dass hier so ein Spiegel steht, das ist doch voll aufdringlich. Ja? Meinst du, ich sehe da irgendeine Reflexion drin? Ah, bestimmt. Komm. Oh.
Ich verstehe hier gar nichts. Jedenfalls habe ich heute ein Mädchen gesehen, das genauso aussah wie das Mädchen in Shibaki Bara 89 in meiner Klasse. Da verstehe ich ja mehr aus Chiki Breki. Also, weiß nicht. Also, sie ist Single und bereit. Ja, okay. Unter Leute zu mischen. Ehrlich. So. Ja, das bilde ich mir doch nicht ein. So, der Stuhl stand da nicht. Wisst ihr, was ich meine? Ein Stuhl auf dem Tisch. Nicht die beste Position, so. Bei die restlichen Münzen zu finden, ne? Naja. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Ins Fenster klopfen, yo. Hallo? Bist du in Ordnung? Warum steht er da? Naja, ist schon eine dubiose Stimmung, muss ich zugeben. Ja, was denn auch sonst, ne? Ja. So. Ich bin wirklich bereit für einen Jumpscare. So. Zeitungsartikel. Der örtliche Priester wird nicht kommen. Talismane sind nutzlos. Das Gebäude ist feuerabweisend und zündet sich nicht. An sich, das klingt wie so ein, weißt du, wenn sich so ein SCP-Doktor an den Schreibtisch setzt und anfängt, seinen SCP-Bericht zu schreiben. So, das können die Notizen sein. Na, fertig mit Lesen, jo. Wieder ein Papierchen. Was kann ich denn? Was? Der markiert, als könnte ich was machen. Ich kann draufklicken und dann. Hallo? Hallo? Naja, gut. Ich bringe erstmal den Zettel weg. Hey. Hat sich wieder irgendwas verändert? Muss mich paranoid umschauen. Komischer Effekt, wirklich. Ah. Okay. Gut, ich gehe mal nochmal zu diesem Stuhl. Was auch immer das war, diese kleine Leiter da. Schien, als könnte ich was machen, aber es ist nichts passiert. Ah, wirklich blau und schlau gelöst. Habt ihr früher, also das ist zwar auch bestimmt 17 Jahre her, 15, 16. Blau und schlau. Eine Serie. Durch das Toilettenfenster einsteigen, yo. Ah, ach, Papier. Ah. Ja. Gott, durch dieses ruckartige Herumgucken, seht ihr diesen Effekt? Das ist vielleicht nicht so cool, aber ich kann da relativ wenig gegen machen. Gehört wohl zum Spiel. Bedeutet die letzte Seite. Ich habe ja so langsam kriege ich einen guten Durchblick über diese Geschichte. Aber die letzte Seite ist zum Automaten. Und dafür fehlen mir 20 Yen. Wo bekomme ich denn das Zeug her? Ich gucke durch das Loch, weil wenn es am Ende darauf hinausläuft, dass ich das machen muss, naja, gut, dann. Ach, bitte lass mich nicht bereuen. Bitte, 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 bitte. Ich habe lange nicht mehr durchgeguckt. Ich will da nicht durchgucken. Sieht aus wie ein Auge da unten rechts, ne? Also ich weiß auch nicht, wieso man da durchgucken kann. Das muss ja entweder bedeuten, dass ich. Keine Ahnung. Bisschen Kleingeld. Auch in den Schreinen, ne, da. Okay. Sir, ja, hallo. Ich habe Angst, ein bisschen näher zu kommen. Nee, jetzt komm mal ran auf den Meter. Nein, nein. Also, das ist. Ich hab ein bisschen Angst. Falls Sie ein paar Jens haben, am besten 20 an der Hand, werfen Sie die mal rüber. Hä?
Oh, das ist der letzte Schrein zum Beten, kann das sein? Ich bete mal erstmal, bevor ich, ne? Ja. Ich glaube, das ist der letzte, ich bin mir nicht sicher. Wenn, dann habe ich den letzten auf jeden Fall nicht gefunden. Ich fühle mich etwas wärmer. Oder ist es nur Einbildung? Ja, siehst du, beten. Super Sache. Na gut, dann heißt es wohl Augen zu und durch. Nein, nein, mach nicht die Augen. So. Na? Kann ich. Okay, oh. Hallo? Hallo? Nein, ich muss da doch reingehen. Oh. Es ist auch sehr, sehr dunkel, weil man kann auch bestimmt die. Ein bisschen. Ja, gut, man muss ja auch nicht übertreiben, ne? Ja. Was in Minecraft verstehe ich ja, wenn man den Gamma-Wert hochmacht, damit man auch ohne Fackel was sehen kann. Aber hier. Was ist das? 10 Yen! Freundchen, ich habe gesagt 20. Nichts halbes, nichts ganzes. Weißt du, ganz oder gar nicht. So funktioniert das nicht. Andererseits sollte ich den Fall auch nicht provozieren. Ne? Na gut. Okay, gut. Dann habe ich hier noch 10 Tacken abgeholt. Jetzt habe ich auch an jedem Schrein gebetet. Er hat gesagt, yo, fühlt sich wärmer. Lässt sich darauf schließen, dass sich vielleicht irgendwo was verändert hat. Erderwärmung oder so. Ne? Ich schau mal. Ah! Oh, ein Strick und Fähnchen. Damit kann ich arbeiten. Perfekt. Die letzte Seite. Hallo. Ah, sehr gut. Ah, das ist es doch. Da bin ich mal gespannt. das ist relativ eindeutig. Meine Herrschaften, ich habe das Gefühl, ich komme nicht mehr nach Hause. Oder wenn ich mich umdrehe, dass da vielleicht was ist. Okay, gut. Gerade hinsetzen, tief einatmen. Ein Horrorspiel hat die Eigenschaft, einen nicht einfach gehen zu lassen. Irgendwie gruselig und schneller als sonst nach Hause gegangen. Das kommt in den Zitat. Ich fragte mich und fragte meinen Freund und Lehrer. Ja, wenn du sie nicht willst, ja. Wohin sind die Wohnung und er gegangen? Die Groß- und Klein-, also die Groß- und Kleinschreibung irritiert mich so ein bisschen, ne? War das alles ein Traum? Gutes Ende. Ach, das Spiel hat mehrere Endings. Ach so. Ach so. Wie kann man denn da verschiedene Endings haben? Ich meine, gut, vielleicht wenn man nicht betet zum Beispiel. Ne, ich habe mal in die Achievements geschaut, da steht irgendwie Good Ending. Warte, kann ich da mal reinschauen? Ich glaube, ihr seht das gar nicht, wenn ich in die Achievements schaue. Moment. Was gibt's noch für Achievements? Ach, es gibt noch zwei. Nimm den toten Fisch. Wo auch immer ein toter Fisch sein sollte. Also die tote Katze habe ich gefunden. Und schlechtes Ende holen, sehr schlechte Ende. Ich vermute, ja, ich vermute, wenn man nicht betet, bekommt man das schlechte Ende. Allerdings werde ich das dafür nicht nochmal spielen. Herrschaften, ich muss sagen. So, als Resümee, was halte ich von diesem Spiel? Ich muss sagen, das Loch in der Wand verfolgt mich wahrscheinlich bis jetzt. Ich weiß zwar nicht, was es in diesem Spiel zu suchen hat, weil letztendlich ist ja nichts passiert. Vielleicht hätte ich da durchstarren müssen und dann wäre irgendwas passiert, ich weiß es nicht. Es gab ein, zwei, in Anführungszeichen, Jumpscares.
Die Atmosphäre hat es ein bisschen komisch gemacht, ne? Diese Grafik und ne, man hat ganz etwas erwartet, nur das Problem ist, es ist nichts gekommen. Das finde ich ein bisschen schade. Ich finde, man hätte aus dem Spiel wirklich, wirklich mehr rausholen können. Zugegeben, es war echt crappy in einigen Stellen. Ist so eine Sache. Deswegen muss man schauen, weißt du, es ist ja noch Zeitraum Halloween. Vielleicht spiele ich nochmal hier und da ein Horrorspiel. Generell Horrorspiele in der Vergangenheit, Caretaker und so, Outlast-Stream habe ich auch gemacht. Ich denke, da kann man ansetzen. Wenn ihr sagt, yo, wir haben Bock auf Horror, aber dann noch bitte mehr Vernünftigung. Ich meine, das ist ein guter Ansatz. Das ist jetzt auch so ein No-Name-Game und so, ne? Es sah interessant aus. Ich habe es gekauft und ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ist ein neuer Amnesia-Teil rausgekommen. Vielleicht kann ich den ja mal spielen. Also, ich bin mir nicht sicher. Es gibt viele coole Horrorspiele. Wenn ihr sagt, yo, sucht ihr vernünftiges Horrorspiel, werde ich das machen. Ich hoffe, ich habe euch mit diesem Spiel nicht allzu enttäuscht. Ich war selbst gespannt, was passiert. Na, nicht so viel. Aber hier und da gab es dann ganz coole Stellen. Na gut, dann wünsche ich einen schönen Tag und wie gesagt, ich bemühe mich, ein paar Sachen mehr hochzuladen.